Das war von der ersten Sekunde an, glaube ich, zu spüren, dass der Wille und vor allen Dingen auch der Glaube sehr, sehr groß war, hier dieses Spiel gewinnen zu wollen. Und wir sind früh in Führung gegangen, haben den frühen Ausgleich auch sehr gut weggesteckt und haben dann eine überragende Leistung auf den Platz gebracht. Sie sind ja jetzt kurz vor Ende der Saison dazugekommen. Wenn Sie jetzt das Spiel heute nehmen, aber auch die ganze Saison betrachten, mit wie viel Überzeugung sagen Sie, ja, der erste FC Köln gehört in die erste Liga? Ja, 100% Überzeugung. Man darf ja die ganzen Probleme und Schwierigkeiten nicht außer Acht lassen, die der FC in der kompletten Saison gehabt hat. Und da muss ich auch meinen Vorgänger Markus Gisdol mit ins Boot nehmen, der unter ganz schwierigen Bedingungen arbeiten musste, weil Sebastian Andersen, das hat man ja heute gesehen, wie wichtig er für diese Mannschaft ist, stand Wochen und Monate lang nicht zur Verfügung. Florian Kainz stand nicht zur Verfügung. Jonas Hector hat, glaube ich, 18 oder 19 Spiele nur gemacht in dieser Saison.